Ja, Freunde, heute ist der Stefan bei mir, das gefreut mich. Wir haben nämlich noch nie zusammengespielt. Ja, stimmt, ja. Wir kennen uns schon einige Zeit, aber so zusammengespielt eigentlich noch nie. Stefan, du bist von wo? Ich bin von Lehrgang, aus dem Pinzgau. Also nicht, der Grenz. Nicht so weit weg von mir, gell? Nein, also nicht weit weg, aber über die Grenz. Also Salzburger, genau. Früher. Und steirisch bist du schon länger? Ja, schon seit gute 16 Jahren sogar schon, seit 2005. Und eine Zeit lang einen Lehrer gehabt und dann ein bisschen selber. Ein bisschen in die Schule gegangen und dann auch ein bisschen weniger und ja, jetzt sind ja, deine Videos gerne so. Ah ja. Dann nehmen wir da ein bisschen was an und ja. Ja, Stefan spielt echt schon voll gut und vor allem, wenn wir dann vielleicht auch kurz erzählen, das was mich so fasziniert, so Urbe noch Gehör schon. Genau, ja. Und das ist einfach Wahnsinn, also sag ich, okay, keine Noten hier, ja, steirische Urbe noch Gehör und er hört einfach echt das meiste aus und das ist auch mit der Stimme teilen und alles, aber ich würde sagen, jetzt spielen wir mal an. Ja, oder? Können wir spontan sonst spielen, wenn wir keine Noten braucht, gell? Genau, da kommen wir einfach, so wie gesagt, haben wir werden dann auch noch Weiß einspielen, weil Flügelhorn, Trompeten, genau. Stefan auch. Und auch die 16. Ich glaube, viel Spaß im Video mal. Im Trio, das hat jetzt natürlich, ist ja einfach eine einfache Melodie, gell? Genau, ja. Und du hast jetzt mal den 6. gespielt, glaube ich, auch noch. Genau, das haben wir auch. Bei deinem Video ist das so gut angewiesen, wenn man das am Anfang in 6. spielt. Und das ist eben das so, weil ich noch ein bisschen ist ja. Und wenn man so macht, es auch viel vorher und was man aus einem einfachen Stück quasi machen kann. Genau, man kann es zuerst ein bisschen in einer ruhigen Art und Weise und dann ein bisschen lauter machen. Also, das ist echt der Wahnsinn, dass das so. Wie hast du Gehör? Von wem hast du das denn gelernt? Und wer hat das da? Hast du beim bayerischen Lehrer gelernt, ja. Am Anfang, also ein Jahr und dann habe ich, weiß nicht, beim Heizmann Simon in Unchen, also ich war eben drüben in Salzburg. Der grüß mal raue Ski, genau. Ja, nach Hulle kann man lernen, überall was, glaube ich. Genau, auf jeden Fall. Und vor allem das Gehör, hast du gemerkt, dass es besser wird? Ja, also am Anfang habe ich mich da schon eben so mit Stimmen aufteilen, das ist ganz schwer gegangen am Anfang. Ja, und mit der Zeit ja. Eben auch Stücke, dass man einfach auch hört, also ganz wichtig, auch andere Stücke hören, wie andere Leute spielen, da lernt man viel automatisch. Ja, okay. Da lernt man gerade mal ein Gefühl einfach für so eine Stimme zum Aufteilen. Ja. Also ist echt cool, so zusammenspielen, man sich auch trifft dann nachher und dann kann man echt so, wir haben zuerst ein paar Stücke, ein paar Stahlregler, dann kann man sich die teilen und so. Genau. Ganz das ist cool. Schon. Jetzt können wir ganz kurz mal spielen, wie die Stahlregler, gerade noch was sieht. Jetzt mach ich mir die Hauptstimme. Ja. Ich habe nichts Probe, ja, wir haben das auch so. Spontan. Aber das ist echt, das ist nämlich ganz selten, das ist echt, glaube ich, das Schwierigste, einfach die Stimme dann einzeln hören und dann eine dritte Stimme dazu spielen und so. Genau.
Ist nicht, man tut das auch eher gemeinsam, aber ist das jetzt nicht so, allein braucht es das jetzt nicht so. Ja, nachher höchstens mit einem Video zusammen. Mit einem Video, genau, ja. Da ist glaube ich auch praktisch. Ja, und dann, Stefan, du bist in der Steirische. Ja, und hast du Zeit, da zum Flügelhorn spielen? Ja. Oder was siehst du öfter? Ja, eher Flügelhorn, weil da ist das mit dem Ansatz aber schon ein bisschen. Okay. Wenn man nicht übt, dann ist beim Flügelhorn schneller bitter als bei der Zugänge. Das stimmt, aber ja. Die Zugänge ist halt einfach, wenn man irgendwo in Gesellschaft beieinander ist, dann ist die Zugänge schon das Instrument der Wahl, weil da kann man halt auch Musik machen. Super Gerz. Ja. Die Leute unterhalten. Wenn man ja. Flügelhorn bist bei den Musiker genau, ja. In Lehrgang. Ja. Ja. Und in der Gruppe ist das super, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe gesagt, wir spielen halt gerade Reise. Heute ist es super, wir haben super schönes Wetter heute. In die Berg bin ich gern. Ja, wir sehen, wir da ist super auf die Wehrgasse, gell? Ja, die Lehrgänge. Genau, ja, wir sind mit den Lehrgängen, genau. Und holen die Bachfest da warten und so. Und dann spielen wir zur Reise. Das tun wir einfach auch zum ersten Mal. Ja. Aber da. Jetzt sind wir ganz spontan. Da sage ich mal Danke an Stefan, dass er jetzt gerade die Stimme spielt, weil mit einem Flügelhorn, da glaube ich, konnte ich von dir noch einiges lernen. So ungefähr. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, die Freude an der Musik. Gell? Ja, immer. Also die Freude und. Der Ausgleich zu einem anstrengenden Beruf oder so. Musik muss aber für mich eine Freude machen. Also. Schon, also. Ey, du machst das Hobby, kann nicht umgehen. Nein, mir kennt man es jetzt beruflich, so will du nicht feststellen. Aber ja, weiß ich doch. Ja. Aber Ausgleich ist, glaube ich, super schön. Auf jeden Fall. In der Schulzeit schon immer wieder üben, einfach wenn es anstrengend ist. Das befreit den Kopf. Und all was zuhören, auch die, was jetzt vielleicht keine Berge vor der Haustür haben, ich hoffe, mit dem Stickerl habt ihr ein bisschen die Berge im Herzen. Genau, ja. Jetzt machen wir den Stickerl auf der Steirischen. Aber wir haben da Besas. Das ist eben, wie gesagt, Salzburg, Bayern, die Gegend ist das mehr verbreitet dafür. Genau. Und deswegen haben wir halt da jetzt auch Besas. Das. Die verbotene Stimmung. Genau, da kann man dann Stunden diskutieren über Stimmungen. Genau. Aber Bord ist schön und wir machen einen bayerischen Katrin. Genau. Kennt ihr eh, der Katrin war schon. Thank you.
auch noch. Und schon flott. Zieh dann die Finger. Aber das ist so lustig. Also ist echt der, so ist echt der Spaß. Tja. Mal, wenn wir jetzt ein Konzert hätten, dann würden wir so einen Mutzmann hören. Na, war steirischer. Also, wir würden vielleicht jetzt öfter, vielleicht irgendwann einen Song spielen oder so. Ja, der Ausgang war echt nicht so, ja. Du, leid. Viel beschäftigter oder was? Es war viel los, aber das ist eigentlich, da wir das gemeinsam spielen und wir haben ein wenig viel Werte mit der Funktionen, was wir haben, dass man sich mit anderen zusammen, dass man sich zusammenschreibt, dass man sich trifft mit Leuten. Und weil ich glaube, dann macht es nur mehr Spaß, wenn man halt gemeinsam. Man muss immer motiviert sich dann so. Allein üben ist oft ein bisschen noch nicht übel, aber miteinander ist gleich ein Spaß. Ich spiele mit meinem Bruder zusammen mit der Posaune oft. Ja. Weil er dann mit einem Kleinen oder so. Nein, Kalwan ist einfach. So macht man es gemeinsam, ja. Ja, dann machen wir noch ein Platz Weiße auf dem Flügelhorn. Und dann schon mal danke fürs Zuschauen und ja, bis irgendwann mal wieder bis zum nächsten Spiel oder so. Stefan, viel Spaß beim Üben. Ja, und fleißig üben, genau. Und vielleicht noch gehört ist. Also, er ist befreit. Ja. Also man kann einfach spontan an irgendwo mitspielen. Weil du kannst nicht auf die Noten, Noten auch. Ja, also auf dem Flügel anschauen. Also aber es ist, wie kannst du das unterscheiden, wenn du frei spielst und auf Noten schaust? Naja, wenn ich Noten schaue, dann bin ich immer darauf fixiert, was sind die Noten selber, muss ich laut spielen, muss ich leise spielen, ja. Und wenn du frei spielst, dann... Einfach vom Herz, gell? Genau, dann kommt es vom Herzen, oder? Dann schaut man sich vielleicht so wie mir zwar an, spielen wir mal leiser und dann... Man lust mehr auf anderen und man hat auch Zeit und das finde ich auch. Genau. Man guckt viel mehr auf die Musik, eigentlich aufs Gefühl und alles. Genau. Sonst schaust du Foto, Piano und du auf die Noten. Also jeder Lehrer hat eigentlich gesagt, auswendig, du spielst ein Stück dann am besten, wenn du es auswendig spielst. Ja. Ja. Okay. Wenn es alles so leicht war, kommt. Ja, natürlich, ja. Der Fall war in die Bergpinne gerne und jetzt machen wir noch, das ist die Bläserweiß. Super. Na super. Ja, Stefan, danke. Ja, bitte, gern. Und danke fürs Zuschauen. Ja. Servus.